Danke, ihr seht die da oben. Und, hä, wie soll man da hinkommen? Das ist ganz nett gemacht. Man kann hier einfach unter manchen Sachen einfach hinten durchlaufen. Also man... Huch. Das ist so wie eine Pappwand davor, wie so eine Attrappe. Na, wirst du wohl, Meatboy? So, dass man halt denkt, oh nein, man kommt da nicht durch und oh, ist das fies und bla und sonst was. Aber dafür kann man da hier einfach durchlaufen. Du sagst es, Meatboy. So. Und das Spiel kenne ich jetzt nicht, so wie ich mich gekriegt habe. Und wenn doch, dann entschuldigt mich. Wenn ihr wisst, welches Spiel das sein soll, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare. Obwohl, das kenne ich irgendwoher, habe ich jetzt aber vergessen, woher. So, und los geht's. So. Und, hepp. Und runterfallen lassen. Und hallo, Bandage Girl. Oh ja, leck mich doch. Das ist eine Warp Zone of Zeit hier, beziehungsweise ein Level der Warp Zone of Zeit. Ihr seht, wenn ihr mal nach unten guckt, dort wird nach und nach, werden alle Bestände der Blöcke, wo man drauf stehen kann, weggeschossen. Das heißt also, wir haben ein Problem. Wir haben ein großes Problem, wenn wir nicht schnell genug sind. Und hallo, Bandage Girl. Da wir aber gut sind, kriegen wir das hin. So. Diese Welt ist schon wieder scheiße. Dieses Level, weil ich nicht kann. Mist, ich will aber die Bandage haben. Nein, 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 leck mich doch. So, ihr seht, ich kann jetzt den Boss spielen, das will ich aber gar nicht. Ich will jetzt nochmal diesen scheiß letzten Verband haben. Mensch! Bum, 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 bum. Hallo, Bandage Girl. Kein Problem. Auch hier hätte ich jetzt praktisch keine Eile mehr, aber ich will es ja so schnell wie möglich noch schaffen. Ich möchte euch ja nicht mehr mit diesem Level langweilen, deswegen gebe ich mal ein bisschen Speed. Die Treuenspitzung raus, los, Meatboy. Springen wäre auch nicht schlecht. Und locker und lässig geschafft. Und jetzt geht's wieder zu meinem Lieblingslevel. Juhu. Zip. 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 Vorsicht, das heißt Nachsicht. Perfekt. Das wäre dann auch die gewesen. Danke, Meatboy. Du hast Headcrab falsch geschaltet. Von Half-Life. Ja, den werde ich wahrscheinlich auch kaum spielen. Ab und zu mal vielleicht. Aber halt nicht so wirklich. Ich zeig mal kurz, was er kann. Er kann... Hüp. Hüp. Er kann sich an Wänden festhalten, mal ganz kurz gesagt. Ihr seht's. Er rutscht dann nur langsam runter. Zip. Ich habe es noch mal nie gekriegt, dass er sich an der Decke festhalten kann. Ja. Ist egal, ich will das mit Meatboy machen. Ach, ich habe schon Meatboy ausgewählt. Und zip, 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 einmal rüber. Und einmal kleiner Mikroleck. Und weiter Sprung. Springen, danke. Ohne Kettensägen küssen, bitte. Und Bandage Girl. Und Grade A bekommen. Och, danke auch, dass ich so viel sehe, übrigens da oben, ne? So, 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 so. Kurz holen, kurz rüber, kurz. Hm. Danke auch, springen wäre nicht schlecht für den Vorteil. Kurz sammeln, rüber, springen. Die Blöcke hier kaputt machen in der Mitte. Nein! Wie bescheuert bin ich denn? Das Einzige, was man an Meatboy garantiert nicht aussetzen kann, ist, dass er schlechte Musik hat. Denn die Musik finde ich einfach nur geil. Wird nachher auch noch genau gleich gut sein. Also, die Musik wird nicht schlechter. Huch. Hoppala, was ist denn da passiert? Gut.
Ja, die Level sind hier sind einfach... Diese Level hier sind eigentlich voll einfach und alles. Und ich bin einfach zu doof für dieses Spiel. Deswegen werdet ihr mich sehr oft fehlen sehen. Ich bin der totale Noob. Wenn ihr einen seht, der noch schlechter im Spiel ist als ich, dann zeigt mir nochmal bitte ein Video von ihm. Das glaube ich nämlich irgendwie nicht. Das kann man gar nicht glauben. Na, na, na. Und hallo, Bandage Girl. Und ihr seht, jetzt kommt der Boss Fight, Lil Slugger. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Ich bin Don Jones, bis dann. So, und da bin ich auch wieder. Es geht los mit Lil Slugger. Aber erstmal eine Cutscene. Hol ihn sie. Hol ihn dir, Meat Boy. Hm? Oh. Was macht er da? Das kann doch nicht sein. Er kann doch nicht den Wald mit Benzin voll machen. Oh nein! Oh wehe! Wahahaha! Oh. Oh. Kurze Unterbrechung, es tut mir leid. Also, er hat den Wald im Brand gesteckt. Hier unten laufen die ganze Zeit Eichhörnchen in ihr Verderben. Ihr seht's vielleicht. Müsst ihr, wenn ihr es nicht seht, müsst ihr auch Feuerball machen. So, und hier müssen wir Speed geben. Und er ist böse. Er mag uns nicht. Er mag uns wegen Bandage Girl nicht. Mist. Hep, hep, hep. Das wäre das, das hier wäre das. Das wäre das. Kurz rüberspringen. Das wäre das. Da laufen wir tausendweise Meerschweinchen, wollte ich gerade sagen. Tausendweise Eichhörnchen in Tod. Und hier oben sind wir sicher. Sei mir sind zu bescheuert dazu. Gott sei Dank nicht. Bam, bam, bam. Und er ist tot. Schön wäre es, dann wäre das Spiel ja vorbei. Bumm. Und nächste Cutscene. Ich will aber Unreal Tournament spielen. So ein Dreck. Hallo. Tschüssi. Oh nein! Weg! Oh. Die armen Eichhörnchen. Oh, ein Kopf. Sünde und ein einziges Eichhörnchen lebt noch. Oh, das arme Eichhörnchen. Ganz alleine, alle anderen sind tot. Schlüff. Okay, das ist unfair. Also ihr seht jetzt Lichtwelt 20 von 20, Dunkelwelt 0 von 20, Verbände 11 von 20 und Warp Zones haben wir auch 3 von 4. Ja, der Entwickler hat irgendwie ein Trauma mit Eichhörnchen erlebt, glaube ich. Pain. Das wäre dann die Light World. Wir sehen uns dann, nein, nicht im Hospital, sehen wir uns nicht wieder. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder im, ja, in the Forest. Genau, das ist auch alles richtig soweit. Aber in der Dark World. Ja, das ist einfach nur eine schwerere Lichtwelt. Also, Moment kurz. Oh Gott. Es ist jetzt auch schon wieder 4 Uhr morgens. Ich konnte die ganze Zeit nicht schlafen, weil ich jetzt sowieso gleich los muss. Wir fahren gleich in Urlaub. Das heißt, diese Sachen werden wahrscheinlich erst nach Silvester irgendwann hochgeladen. Auch wenn es jetzt der 27. gerade ist. Gut, also wir sehen uns dann. Ich bin Don Jones beim nächsten Mal in der Light World? Nee, Dark World, ich wollte schon sagen. Bis dann.